Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Protein-Eis-Video. Lidl hat jetzt Protein-Eis-Sticks in der Sorte Classic und in der Sorte Mandel. Könnte man als bisschen Richtung Halo Top bezeichnen, aber es ist ein bisschen anders. Sie haben beide so eine Art Schokoladencoating und sie erinnern eher an so eine Art Protein-Magnum. Mit Mandel eben, ja, und als normale Version. Das Ganze wird beworben als Proteinquelle und No Added Sugar. Das ist an der Stelle natürlich auch wichtig, sprich kein Zucker zugesetzt. Und da gehen sie auch ein bisschen in Richtung des, wahrscheinlich gehen sie sogar weniger in Richtung Halo Top, sondern eher in Richtung des Magnums ohne Zucker. Und das ging ziemlich schnell, so lange gibt es das nämlich noch gar nicht. 4 Eis sind in jedem drin, es sind sehr kleine Eis, muss man sagen. 1,99 Euro kostet die Packung und sie sind delicious, steht auch drauf. Das überprüfen wir jetzt mal hier in diesem Video. Ich habe beide Sorten hier und schauen wir zuerst mal drauf, was da so drin steckt. Wir fangen an mit der Sorte Classic. Hier haben wir die Nährwerte und man sieht auch, eine Portion hat nur 45,5 Gramm. Und so schafft man es natürlich auch, dass man nur 116 Kilokalorien hat. Je kleiner die Portion, desto weniger Kalorien. Ganz billiges Mittel, um die Kalorien niedrig zu halten. Denn wenn man mal auf die Kalorien pro 100 Gramm guckt, dann sind die auch nicht so viel niedriger als bei einem normalen Markt. Und die kommen vielleicht auf so 330 oder sowas. Das ist jetzt nicht so viel anders. Ja. Also das muss man dazu natürlich anmerken, aber für die Leute, die weniger Zucker haben wollen, ist das dann sicherlich nicht verkehrt, denn man hat nur 6,1 Gramm Zucker, man hat 17 Gramm Fett, 7,6 Gramm Eiweiß. Das ist jetzt nicht so viel, so ein normales Milch, das hat vielleicht so 4 oder so, also ist schon mehr. Proteinquelle darf man dann laut Recht draufschreiben, aber dass das dann jetzt nicht eine Proteinquelle ist, vor allem wenn man ein Eis isst, hat man 3,5 Gramm Eiweiß. Das ist dann irgendwie, was weiß ich, ein Esslöffel Magerquark, noch nicht mal, wahrscheinlich noch viel weniger als ein Esslöffel. Das ist nicht so viel. Die Zutaten. Erstmal Eis mit Vanillegeschmack und Süßungsmitteln. Das ist eben das Wichtige an der Stelle. Wir haben rekonstituierte Magermilch, sprich Magermilchpulver wurde mit Wasser versetzt und dann haben wir wieder Magermilch. Milch, Schokoladenüberzug mit Süßungsmittel. Maltit ist hier drin. Damit wird gesüßt. Dann haben wir hier noch diese diversen anderen Zutaten drin. Wir haben Molkenproteinkonzentrat, das ist also Whey drin. Es wird noch mit Erythrit gesüßt und auch mit Stevia. Inulin täuscht so ein bisschen Konsistenz vor, dient so ein bisschen auch zum Binden. Also das wird gerne genutzt, um wenig Fett zu vertuschen, sage ich jetzt mal. Aber das Eis spart jetzt ja auch nicht unbedingt an dem Fett. Das liegt aber eben an dem Coating aus. Kokosnussöl, Füllstoff, Polydextrose, Ballaststoff an der Stelle hier. Johannes Brotkamel, Guarkamel, kennt man soweit alles. Farbstoffe sind auch drin und Aroma. Die Sorte mit Mandel wird da nicht großartig anders sein. Ich schätze mal, wir haben ein bisschen mehr Kalorien wegen den Mandeln. Ja, wir haben ein bisschen mehr Fett deswegen, auch ein bisschen mehr Eiweiß wegen den Mandeln. Aber ansonsten sind die Zutaten eigentlich ziemlich gleich. Wir haben Mandeln drin, 3,3% hier an dieser Stelle. So, ihr seht, das ist ziemlich mini und man sieht dann auch gleich sehr schön, dass die Packung... Ja, hätte man vielleicht auch ein bisschen kleiner machen können, aber gut. Es sieht aus wie so ein Magnum-Eis. Ich glaube, das lässt sich ganz gut hier erkennen, dass das in so eine Richtung geht, aber eben halt einfach viel, viel, viel kleiner ist. Aber jetzt auch nicht so, also vielleicht halb so, naja, nicht. Ich glaube, Magnum hat so ungefähr um die 80, das ist ja 40, ja, also doch fast vielleicht halb so groß. Die Schokolade, das kann man hier jetzt sehen. Die sieht tatsächlich aber auch relativ dick aus außen. Und, ja, jetzt muss das Ganze nur noch schmecken. Wir knacken mal rein. Das ist schon mal sehr lecker. Man hat eine deutliche Süßstoffnote allerdings. Ich habe mich nur verschluckt. Gerade in der Schokolade kommt mir jetzt sehr süßstoffmäßig vor. Oh, ist auch hier alles voll. Einen Teller darunter legen. Also jetzt nicht Süßstoff, also man schmeckt, dass da eben kein richtiger Zucker drin ist. Ich finde das recht deutlich. Wir gucken mal. Es bröselt jetzt hier alles rum hier, ey. Das ist eine Sauerei. Ich gucke jetzt mal hier, wie die Eismasse pur schmeckt. Ja. Gar nicht so schlecht, leicht vanillig, ist jetzt nicht so sahnig, aber schmeckt jetzt auch nicht wie so Wasser oder so. Man hat schon recht guten milchigen Geschmack. Wie gesagt, ich glaube, der Fokus ist ja auch nicht irgendwie möglichst wenig Kalorien zu haben, auch wenn sie das dadurch machen. Also
Sie wollen sagen, wir haben wenig Kalorien, aber sie machen es nicht anhand der Zutaten und so. Das sieht man dann eben auch, wenn man auf die 100 Gramm Nährwerte guckt. Hier geht es darum, das ist ein Marketing-Ding, die dicke Zahl. Man kennt es von Halo Top. Ich finde das alles ganz okay. Es ist so ein kleiner Snack zwischendurch, aber aufgrund der Tatsache, dass es pro 100 Gramm jetzt gar nicht mal so wenig hat, kann man auch sagen, ja Gott, dann isst man halt. Es gibt auch so viele Mini-Sticks von Magnum. Man kann auch so einen Mini-Stick von Magnum sich kaufen. Man hat aber dann eben Zucker drin. Deswegen sage ich, das Eis ist gut, wenn man sagt, man möchte einfach weniger Zucker haben. Aber das kauft man sich nicht unbedingt, weil man weniger Kalorien haben will. Weil der Unterschied, wie gesagt, ist da einfach eher gering. So, ich werde das mal eben auffuttern. Dann gucken wir uns das weiter an. Das zweite Eis haben wir hier. Jetzt mit Mandeln. Übrigens Magnum Mandel, eins meiner liebsten Eis ever. Sehr, sehr lecker. Habe ich schon als Kind gerne gegessen. Fällt hier gleich runter. Und es sieht jetzt, hat ein bisschen hellere Schokolade. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen. Und dann eben halt so Mandeln drin. Ja, nicht ganz so große Brocken wie bei einem Magnum, aber doch deutlich zu sehen. Auch hier schön schokoladig außen. Schön knackig, meine ich. Aber auch schokoladig. Man hat auch ein bisschen diese Maltitsüße, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, versteht mich nicht falsch. Aber ich würde sagen, man schmeckt das eben schon, dass das kein normaler Zucker ist. Oh, Alter. Auch hier, ich finde das Eis innen drin wirklich ganz gut. Ein bisschen cremig. Das passt. Die Mandeln, das schmeckt man auch, ist jetzt nicht so viel. Wie gesagt, man hat mehr so kleinere Mandeln. Wenn man so ein Magnum Mandel hat, da hat man große Mandelstücke, da kriegt man schon mehr Mandelgeschmack bei rum, weil man einfach mehr Mandel hat, wo man drauf beißt. Aber hier, das passt eigentlich. So, wie ist jetzt mein Fazit zu den Protein Mini Magnum, was auch immer? Ich bekomme hier das, was man erwartet anhand der Packung, wenn man sich ihn genauer anschaut. Ich habe Magnum, was? Ein Magnum, welches weniger Zucker hat, das schmeckt man. Ich habe aber klassisches Eis am Stiel mit Schokolade eben in beiden Sorten. Und das geht eben einfach in Richtung des Originals. Es schmeckt mir aber. Man muss eben diese nicht zuckerhafte mögen. Das mit der Proteinquelle ist, ja, laut Gesetz darf man es draufschreiben, aber es ist so wenig Eiweiß letztlich drin, dass ich es jetzt nicht erwähnenswert finde. Also im Sinne von, dass man sagen kann, boah, ich habe jetzt voll Eiweiß zu mir genommen. So ist das nicht. Was mir wirklich gut gefällt, ist, dass die Eismasse jetzt irgendwie nicht so auf wenig Kalorien getrimmt ist. Dann schmeckt sie halt nicht so gut. Von daher, ist ja hier eine Sauerei. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Achso, werdet ihr es auch probieren? Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. Macht's gut und ciao.